Der Talk im Schloss, im Schloss Urstein im Puch, widmete sich diesmal dem Crowdfunding bzw. Crowdfinancing, das derzeit in aller Munde ist. Dieses alternative Finanzierungsinstrument, bei dem man sich Kapital nicht von der Bank, sondern von zahlungswilligen Mitmenschen holt, weckt große Erwartungen. Ich befrage oder ich hole mir das Geld von meinen zukünftigen Kunden. Also ich schaffe mir einen eigenen Markt und zukünftige Kunden, die sich da investieren und sagen, du, das ist toll, das will ich, das kaufe ich da ab. Das nächste ist natürlich, ich betreibe eine Marktforschung als Unternehmen, ich stelle eine neue Idee auf die Plattform und schaue mir die Reaktion an. Kommt die Idee gut an, sage ich, okay, bin am richtigen Weg, ist sie nicht so gut, kann ich sie überarbeiten oder lasse sie halt fallen. Ja? Und was natürlich auch noch ist, ich schaffe eine extreme Aufmerksamkeit, weil es einfach noch ein neues Instrument ist. Da kommt man dann einfach wirklich nur leichter in die Medien und sagt, du, das ist da finanziert worden, das ist da. Und die sozialen Netze sprechen darüber. Und das ist für Unternehmen ist einfach wichtig, dass darüber gesprochen wird, über die Idee. Also es, das Geld ist zwar sehr, sehr wichtig, aber eigentlich nur ein einziger Teilaspekt. Dadurch können regionale Wirtschaftskreise aufrechterhalten werden, ist Ramsauer überzeugt. Mit seiner MCE-Gruppe verfolgt er deshalb primär ein Ziel, die Beteiligung von Bürgern an heimischen Unternehmen. Die Investoren erhalten Zinsen in Form von Warengutscheinen, die höher sind als auf der Bank. Eine recht sichere Anlage, wie Ramsauer meint. Also der Unternehmer wird sich doppelt und dreifach anstrengen, damit er das, was er ihnen versprochen hat, auch erfüllt. Weil ansonsten kann er wegziehen, das ist klar. Wenn ich mir von 300 Leuten aus meiner nächsten Umgebung ein Geld hole und dann versenke ich das oder kaufe mir, weiß ich nicht, einen Sportwagen dafür, dann kannst du wegziehen. Also das ist gleichzeitig ein Schutz für die Anleger, weil sie den halt kennen. MCE ist gerade dabei, ein derartiges Bürgerbeteiligungsmodell mit einem Salzburger Betrieb umzusetzen. Also wir fangen jetzt im Herbst mit einem Sportartikelhändler in einer Salzburger Umlandgemeinde an, der einfach das nutzen will, um auch selber was Gutes zu tun, der einfach sagt, du, wenn ich mich so finanziere und dann meine Kunden enger an mich binde, dann stelle ich zwei Menschen mit Handicap ein, die er so nicht brauchen würde, einfach vom Arbeitsaufwand. Aber er sagt, du, das ist eine gute Geschichte und ich habe in meinem Leben immer Glück gehabt und da kann ich was zurückgeben. Und wenn mich meine Kunden finanzieren und das auch als sinnvoll betrachten, dann mache ich das. Eine der bekanntesten Crowdfinancing-Plattformen in Österreich ist Conda, die via Internet versucht, ihren Kunden das notwendige Kapital zu verschaffen. Also wir haben wirklich von dem Biobauern, der Geld braucht für eine neue Produktidee, über ein hochinnovatives Startup, das neue App entwickelt, über den Wohnwagon, der eben eine neue Art des Wohnens mobil realisiert, über den Bäcker ums Eck. Also es gibt nicht das typische Unternehmen, es sind im Normalfall Startups, kleine, mittlere Unternehmen. Freilich ist auch Crowdfinancing kein Allheilmittel. Wer sich Millionen Euro-Beträge erwartet, ist bei dieser alternativen Finanzierungsform allerdings fehl am Platz. Nein, also da würde ich mich eher an eine Venture-Capital-Gesellschaft wenden. Wir sprechen jetzt aktuell auch aufgrund dessen, was rechtlich möglich ist in Österreich, von ab 40.000, 50.000 Euro bis maximal 100.000 Euro. Mehr ist theoretisch auch möglich, also wir sprechen jetzt auch von Modellen 500.000, 600.000 Euro. Da muss man in Österreich sogenannten Finanzmarktprospekt erstellen. Und der kostet wieder Geld und deshalb macht das erst Sinn ab 500.000, 600.000 Euro. Natürlich gibt es auch für diese Form der Finanzierung rechtliche Rahmenbedingungen, die Betriebe berücksichtigen sollten, wenn sie sich auf eigene Faust ans Geld sammeln machen. Wichtig ist, immer dort, wo ich etwas investieren möchte, dann erwarte ich meinen Return und dann gibt es sehr große Anlegerschutzbestimmungen. Dort muss ich dann wirklich genau aufpassen. Wenn ich nur darauf aufrufe, zu Menschen zu suchen, nach dem Motto, gebt mir jeweils 50 Euro und ich gebe euch entweder dann nur ein Produkt oder ihr bekommt quasi gar nichts, sondern ihr bekommt einfach einen Dankeschön von mir, dann habe ich weniger Vorschriften bzw. keine Zitierten. Dennoch sind die Erwartungen an das Crowdfinancing gerade bei mittelständischen Betrieben sehr groß. Ich bin auch bis zu einem gewissen Teil davon überzeugt, dass es ein gewisser Hype gerade ist. Also ich glaube nicht, dass es das aller Welts Heilmittel ist, sondern ich glaube, dass es ein notwendiger und bis jetzt fehlender Teil im Gesamtthema der Unternehmensfinanzierung ist. Das wird auch durch eine jüngst veröffentlichte Studie der jungen Wirtschaft zum Thema untermauert. Demnach sind von den 1000 befragten Österreichern etwas mehr als die Hälfte bereit, sich mit durchschnittlich 700 bis 750 Euro an einem Unternehmen in ihrer Umgebung zu beteiligen. Das Potenzial dürfte also auf alle Fälle vorhanden sein.